Liebe Lesende, ich möchte euch und Ihnen heute ein Buch ans Herz legen, das mir persönlich das Herz gebrochen hat. Dieses Buch, Shaggy Bane, werdet ihr nicht mehr vergessen. Bücher dürfen das. Ich mag das sogar ganz gerne. Shaggy Bane. Ein großer Roman und ein großes Glück, es lesen zu dürfen und das, obwohl es zum Teil richtig schmerzhaft ist. Ihr werdet Shaggy nicht vergessen. Ihr Dieses träumerische Herz, das Shaggy hat, dieses ganz Besondere, den Blick auf das Schöne in der Welt. werdet seine Mutter nicht vergessen. Die Mutter Agnes, die in ihrem ganzen schrecklichen Schicksal als Trinkerin doch die Königin des Viertels bleibt. Der Versuch, sich Würde zu bewahren, Stolz, auch mit Humor da durchzugehen. Damals musste ich irgendwann beschließen, das Buch nicht mehr mit in die U-Bahn zu nehmen. Und alle diese unglaublichen Szenen. Einfach weil mir beim Lesen immer wieder die Tränen kamen oder ich plötzlich laut loslachen musste. Diese unglaublichen Dialoge, die sich einfach so ins Gehirn einbrennen. Bildhaft in meinem Kopf, ich denke oft daran. Und ich hatte manchmal tatsächlich nach manchen Kapiteln hatte ich irgendwie das Gefühl, ich wäre selbst verkatert. Also dieses Buch hat alle Preise verdient, die es bisher bekommen hat. Ein Buch, das mich als Schnellleserin dazu gezwungen hat, sehr langsam zu lesen, einfach weil ich nicht wollte, dass es vorbeigeht. Ich kann Ihnen nur wirklich wärmstens empfehlen. Und das habe ich in dieser Form, in dieser Kombination noch nie gelesen. Und ich hoffe, es findet sehr, sehr viele Leser auch hier in Deutschland. Bitte lesen Sie dieses Buch.